Los! Elfriede Jelinek. Auf alles haben Sie eine Antwort. Sie stimmt nur nicht. Sind das da in Kroatien auch alles gute Investitionen? Ja, natürlich. Es stimmt nur nicht. Waren das Risikogeschäfte? Nein, es stimmt nur nicht. Sind das etwa Milliardenverluste? Nein, es stimmt nur nicht. Kärnten ist fraglos ein Land der Fraglosigkeiten. Es duldet nichts Fragwürdiges. Um den Preis, dass inzwischen alles fragwürdig geworden ist. Es fragen immer mehr. Es stimmt aber nicht, was sie zur Antwort kriegen. Es stimmt nur nicht, dass sie überhaupt eine Antwort kriegen. Niemand ist hier zur Wahrheit verpflichtet. Kärnten ist ein Phantom, ein unheimliches Land, gerade weil dort alles heimlich geschieht und doch zum Profit einiger weniger dient, bei denen es nie weniger wird. Ganz heimelig, wie in den Volksliedern ist es dort. So heimelig.
mit seinem Ha, Ha. Ha. Die Kärntner Stimmen haben sich aufeinander eingestimmt. Sie werden ihre traurigen Lieder in Moll anstimmen, dieselben, die sie immer schon gesungen haben, mit einem Solo des inzwischen fast unbezahlbaren Verblichenen mittendrin. Nein, der ist kein Solist mehr. Der ist immer mehr wie wir alle. Kärnten wird nie in die Einsamkeit seiner Schuld gestoßen werden, weil sie stets in Chören singen. Und wo man singt, dort lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Jedenfalls keine solchen, keine so schönen. Bilanzfälscher kennen das Geld nicht. Sie gehen nur damit um. Aber sie vermeiden den schlechten Umgang mit gutem Geld. Sie suchen den guten Umgang mit schlechtem Geld. Egal welches Geld, wir müssen es ihnen hinterher schmeißen, sonst nehmen sie es womöglich gar nicht. Alles Schall und Rauch, der Gesang Schall und Rauch und Nebel. Thank you.